Die Unterstützung von Museumskolleginnen und Kollegen in Ländern in Asien, in Afrika, in den Amerikas, das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Capacity Building, da hat ja auch das Goethe-Institut schon eine ganze Reihe von Projekten gestartet, das ist ganz wichtig. Man muss aber ganz klar sagen, dass das Museum in dieser Form, wie wir es kennen, also das Ausstellen von Objekten, eine westliche Erfindung ist. Und ich frage mich, ob dieses westliche Modell unhinterfragt in allen anderen Teilen der Welt so sinnvoll ist oder ob wir nicht auch das Museum neu definieren müssen, nämlich weniger über das Ausstellen von Objekten, sondern das Museum als sozialen Raum, als eher ein Labor, als eine Form des Austausches über zum Beispiel Geschichte und Kulturen. Und dabei können Objekte eine wichtige Rolle spielen. Es ist aber auch so, dass ich gelernt habe, dass unsere westliche sehr materielle Perspektive, die eben auf die Exponate und auf die Objekte setzt, häufig konterkariert wird und auch konterkariert werden muss durch eine Perspektive, die mindestens so wichtig das immaterielle Erbe nimmt, also wo es um Musik, um Tanz, um Geschichten und viele andere Dinge geht. Und ich glaube, dass wir Impulse für die westliche Museumsarbeit in Europa sehr stark eben auch aus diesen Prozessen nehmen können und es jetzt nicht nur darum geht, ein erfolgreiches westliches Modell weltweit zu exportieren.